Achte Runde im Mittelgewicht sind angesetzt. Das Gewichtslimit 72,5 Kilogramm. Ich darf Ihnen zunächst die Offiziellen vorstellen. Die Supervisorin aus Wien, Österreich ist Frau Marion Palatin. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter. Bayaskalan Sandak aus der Mongolei, Jörg Milke und Ronald Blasko, beide aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Fighter in der roten Ecke. Er ist 33 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 73,1 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,82 Meter. Er ist Profi seit 2017. Sein Kampfrekord 14 Kämpfe, 12 Siege, 9 Mal gewann er durch K.O. aus der Hansestadt Hamburg, Alexander Pavlov. Die blaue Ecke von Wassermann Boxing. Er ist 30 Jahre jung, brachte gestern mal wiegen 72,4 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,80 Meter. Er ist Profi seit 2015. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. 15 Kämpfe, 14 Siege, 4 Mal gewann er durch K.O. The former IBF Intercontinental Champion, der Wolf aus Wolfsburg, Patrick Wojcicki. Der Ringrichter, the referee in charge of the action, ist Alexander Blumans aus Koblenz, Deutschland. Gentlemen, we both know the rules. I expect a clean and fair fight. Protect yourself at all times, obey my commands at all times, touch gloves and go back to your corner. 8 rounds in the middleweight division, 8 Runden im Mittelgewicht, Gewichtslimit 72,5. Seconds out, ringfrei, Runde 1, Round 1. Kurze Ansprache von Alexander Blumans und dann kann es losgehen. Patrick Wojcicki in der gold-silbernen Hose. Alexander Pavlov auf der Hose mit den Sternchen drauf. Ja, der Wojcicki gehört zu denen, die von Corona mächtig gebeutelt wurden. 2 Jahre stand er jetzt nicht in dem Ring. Und heute jetzt quasi ein Comeback. Jörg Lubricht hat es gesagt. Eigentlich hätte er schon 2 Ausscheidungskämpfe machen sollen. Einmal gegen Patrice Volny aus Kanada. Der kam dann wegen Corona und einer Verletzung nicht zustande. Und dann gegen den Olympia-Zweiten von London ist Kiva Falcao aus Brasilien. Beides hat nicht geklappt. Die beiden haben mittlerweile miteinander gekämpft. Wir haben es auch gehört. Falcao hat knapp gewonnen. Doch auch für Wojcicki ist natürlich die Fahrt Richtung WM nicht vorbei. Er ist die Nummer 3 in der IBF-Rangliste. Ja, der Pavlov ist ein unangenehmer Gegner. 2 Mal hat er verloren, einmal gegen Vincenzo Guattieri und einmal gegen den Österreicher Markus Nader. Beide Male hat er die ersten 3-4 Runden verschlafen. Kam dann stärker auf, aber da war es schon zu spät, um auf den Punktezetteln da noch einiges bewirken zu können. Ja, gute Deckung bei Patrick Wojcicki. Gute Rechte. Ja, da geht es gleich in der ersten Runde. Mächtig zur Sache. Muss ja eine Erlösung sein für jeden Boxer, wenn er nach 2 Jahren endlich wieder in den Ring steigen kann. Gute Kombination. Nochmal die Rechte. Ja, sehr beweglich, sehr aufmerksam hier in der ersten Runde, Patrick Wojcicki. Und Pavlov, sperriger Boxer, hält dagegen, hat allerdings die erste Runde verloren. Okay.
So, hier nochmal ein paar Zeitlupen als diese ersten Runde. Ja, genau so muss er es machen. Patrick Wojcicki wird von seinem ehemaligen Vereinstrainer Antonio Spatola trainiert. Und schon ewig an seiner Seite. So, zweite Runde. Die erste Runde konnte sich sehen lassen. Ging hier hin und her mit Vorteilen für Patrick Wojcicki. Ja, Linke war drin. Und Pavlov wieder zaghaft hier in der Anfangsphase. Gut, und die Linke nochmal. Wunderbar durchgesteckt. So. Kinn hat er weggesteckt, der Pavlov. Klasse Schläge hier von Wojcicki. Hochkonzentriert, fokussiert. Deckung steht bei Wojcicki. Ja, schwer für Alexander Sparta, wie er sich nennt, Pavlov, da irgendwie mal durchzukommen. Holt seine Schläge auch von weit hinten her, natürlich gut zu sehen für einen Klassemann wie Wojcicki. Ja, und hätte er dann nachsetzen müssen vielleicht. Und das macht er jetzt. Ja, gut, die Haken von Wojcicki, die kommen. Ah, genau. Viktor Hermann, der Trainer von Pavlov, hat gesagt, der muss heute den Teufel rauslassen. In jedem Menschen steckt ein Teufel, aber bislang nicht so richtig gelungen. Ganz stark hier Wojcicki, jetzt schlägt zwei, dreimal einer am Kopf von Pavlov. Also die zwei Jahre Ringabstinenz, die merkt man ihm nicht an. Gute Beinarbeit, beweglich, mal links, mal rechts vorbei an Pavlov und dann immer wieder mit seinen Haken da, die ihm natürlich auf den Punktezettel nach vorne bringen, da wieder ganz knochentrocken abgezogen, zweimal hat es eingeschlagen. Ja, auch Runde 2. Geht an Patrick Wojcicki, dem Werkzeugmacher aus Wolfsburg. Zurzeit verkauft er allerdings in seinem eigenen Shop Waffeln mit viel Früchten, wie man nachlesen konnte. Er macht er auch, um mehr Zeit zu haben, um sich jetzt voll und ganz auf das Boxen konzentrieren zu können. Da schön die Rechte nochmal nachgesetzt und die Linke da voll ans Kinn gedonnert. Ja, der hat einen Eisenschädel, der Alexander Pavlov. Hier mit seinem Trainer Viktor Hermann. War einige Jahre hintereinander russischer Meister bei den Amateuren. Also, arbeiten soll er. Dritte Runde. Hochunterhaltsamer Kampf bislang. Спокойнее, Шура, спокойнее.
Und eines ist natürlich auch klar. Weltklasse kann man nur bleiben, wenn man auch kämpft. Und das soll sich ja, wie wir heute gehört haben, im nächsten Jahr ändern. Stehen da einige Veranstaltungen auf dem Programm. Und da muss halt ein Rohdiamant wie der Wojcicki immer ran. Ja, das ist natürlich alles andere als eine gute Taktik da von Pavlo, sich an die Ringseite zu stellen gegen einen agilen Kämpfer wie den Wojcicki. Zack, die Rechte wieder durchgekommen. Na, der Pavlov, der lässt auch häufig seine Fäuste hängen. Ist natürlich eine Einladung. Und das macht er gut. Kombination erstmal zum Körper, dann zum Kopf. Die Gegenattacken von Pavlov, die bleiben an der Deckung hängen. Dann treibt er ihn da gut mit der Führungshand vor sich her. Da könnte er noch ein bisschen mehr arbeiten mit der Führungshand. Ja, jetzt haben wir eine gute Aktion hier von Pavlov. Aber der braucht halt immer ewig lang, bis er im Kampf drin ist. Auf 8 Runden ist das Ganze angesetzt. Nochmal eine gute Aktion, kurz zum Ende der Runde. Macht sich gut auf den Punkt gezetteln. Aber auch sonst hat er hier wieder seine Taktik durchgebracht, seinen Kampfstil hier in den Vordergrund gestellt. Und es ist schwer für den Pavlov. So, haben wir mal ganz nett da in die Ringecke reinzuhören. Aber hier sieht man noch mal knüppelharter Kampf hier. Alexander Pavlov, die Nummer 11 in Deutschland. Im Mittelgewicht, das angeführt wird von Vincent Feigenbutz. Nummer 2 Sven Elbia, Martin Arsumania. Nummer 3 Thomas Piccirillo, 4 Vincenzo Gualtieri, die 5. Wojcicki wird zurzeit nicht geführt, weil er eben so ewig lang nicht im Ring stand. Wird sich aber nach diesem Kampf wieder ändern. Wenn hier nichts Überraschendes passiert. Da hat er seine Linke wieder hängen lassen. Zweimal. Und dann klappert es. Und die Rechte kommt dann auch noch. Ja, wunderbar, diese kurzen Haken davon. Wojcicki hat vorhin schon mal gesagt. Teilweise anders geschlagen. Die Rechte jetzt zur Schläfe. Schluckte alles. Also vertragen kann er einiges. Auch jetzt wieder die Rechte da zum Kopf. Man spricht hier immer von Nehmerqualitäten. Nur
Eine Qualität ist es natürlich nicht, wenn man möglichst viele Schläge einstecken muss. Die sollte man schon vermeiden. Aber eins muss man Pavlov lassen, er war noch nie am Boden. Und auch hier hält er tapfer dagegen. Kaum eine Chance für Pavlov, hier mal einigermaßen erfolgreich durchzukommen. Dann landen seine Schläge auf der dichten Deckung und da muss er aufpassen, dass er die Konter nicht fängt, so wie jetzt. Zwar nicht voll durchgezogen von Wojcicki, aber sind natürlich auch alles Treffer. Ja, Fuß auf Fuß geht es ja jetzt hier mächtig zur Sache. Tja, auch die Runde gehört Patrick Wojcicki. Profi seit 2015. Starke Siege über Tolga Uzun zu Beginn seiner Laufbahn. Ehemaliger internationaler und deutscher Meister im Welt- und Superweltergewicht und über Frana Radnic aus Kroatien. Und 2017 unentschieden gegen Anatoli Hunanjan aus der Tschechischen Republik. Da lief es nicht so, wie er sich vorgestellt hat. 2018 Siege über Ronny Mittag um die IBF in der Conti-Meisterschaft und die internationale deutsche Meisterschaft über Sven Elbier, auch ein starker Mann. Und die beiden letzten Kämpfe dann 2019, Siege über Marcelo Fabian Caceres aus Argentinien und den starken Polen Robert Swierczbinski. Und das war's dann. Und dann kam die lange Pause bis heute Abend hier in Ilsenburg. Die Aktionen von Alexander Pavlov sind leicht auszurechnen. Innenbahn durchgekommen, zweimal schön die linke und die rechte da reingepflanzt. Ja, aber nachlassen darf er natürlich nicht gegen diesen Pavlov. Der zieht seinen Stiefel durch. 8 Runden, 10 Runden, wie er es braucht. Aber auch das ist ja ein gutes Zeichen, dass man durchaus auch deutsche Paarungen da zusammenstellen kann, die attraktiven Boxsport bieten. Und ich denke, war auch ganz gut, dass er nicht direkt in diesen WM-Ausscheidungskampf rein musste, der Patrick Wojcicki. Sondern dass er erstmal noch 1-2 Aufbaukämpfe kriegt. Und dann kann es immer noch nach oben gehen. So, und wieder die Rechte da. Man kommt da auch mal durch und fängt sich gleich wieder 2.
Ich kann mir vorstellen, dass dem Wojcicki so langsam die Fäuste rauchen. Guter Kampf, nach wie vor hohes Tempo. Beide wollen. Ja, und der gute Antonio Spatola ist da nicht so richtig zufrieden. Das war jetzt überzeugend, viel überzeugend. Noch besser, noch besser. Blende noch ein. Noch mehr Druck, noch mehr Druck. Ja, genau. Blende vielleicht noch mal ein bisschen. Scheiß, bin neu. Also er soll noch mehr Druck erzeugen hier, der Patrick Wojcicki. Second out, ring 5, 6, round 6. Second out, second out. So, drei Runden noch. So, immer gute Angriffsaktion hier von Pavlov, der sich noch lange nicht aufgegeben hat. Nackige Rechte. Ja, die Schläge von Pavlov kommen natürlich vergleichsweise langsam. Wenn man sieht, mit welcher Dynamik der Wojcicki da seine Haken raushaut, richtig gehen. Ich schaue da gerade mal in die Ecke zu Spatola. Der ist nach wie vor unzufrieden und sagt, du musst mehr machen. Du musst dich mehr beschäftigen. Ja, beide haben jetzt mal ein bisschen Gas hier rausgenommen. Ja, jetzt kommt doch noch mal Wojcicki. Hat sich ja für die Olympischen Spiele 2012 in London qualifiziert. Verlor allerdings in der ersten Runde gegen den starken Olympiadritten von Peking 2018. Und jetzt muss er runter. Jetzt war es zu viel. Wurde angezählt von Blumans. Kommt doch nochmal hoch. 7, 8, 9, 10. It's over. Ein bisschen später oben gekommen. Der Kampf ist aus. Ja, da hat er noch mal schön zugelangt. Aber in der Summe waren eben zu viel die Treffer, die er da einstecken musste, der Alexander Pavlov. Ja, und da sagt er eben, siehst du, ich habe es ja gesagt, du musst hier noch ein bisschen mehr machen. Ja, mal ganz kurz. Bei Olympia verlor er dann in der ersten Runde. Hier noch mal die Zeitlupe. Zack. Das war jetzt gar nicht mal so, hat auch so ein harter Schlag, da hat er vorher da ganz andere Dinger da abgesondert, aber da kam er dann nicht mehr nach oben, der Pavlov, und hat dann auch gemerkt, gegen diesen Wojcicki, da habe ich nichts entgegenzusetzen. Und da wird er nochmal genau inspiziert von Blumans, der dann abbricht.
Also nochmal ein drittes Mal bei Olympia aus in der ersten Runde gegen Alexis Vastin 2012. Der starb dann bei Dreharbeiten zur französischen Fernsehsendung Dropped durch eine Kollision zweier Hubschrauber in Argentinien. Eine ganz tragische Sache. War ein großer Held unter den Boxfans in Frankreich. Also da können Sie zufrieden sein mit diesem Comeback von Patrick Wojcicki. So, weil es so schön war, nochmal hier, Achtung, die linke, die rechte, dann kriegt er dann mit dem Kopf halb aus den Seilen und da geht es nach unten und dann... war da für sich entschlossen, das war's, mehr war nicht drin. Ja, danke. Kalle Sauerland kann natürlich hier auch zufrieden sein. Ja, dann ist Urteil. Meine Damen und Herren, der Boxsportfreunde, nochmal einen großen Applaus für beide Boxer. Meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Wir haben einen Sieger durch K.O. We got a winner by K.O. The referee reaches a count of 10. In Round Number 6, in Runde 6, nach 2 Minuten und 16 Sekunden aus Wolfsburg und von Wassermann Boxing, der Wolf, Patrick Wojcicki.